Ja, liebe Grazerinnen, liebe Grazer, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich darf euch zuallererst die herzlichsten Grüße überbringen von der LGK, die heute leider verhindert ist, die aber als Vizebürgermeisterin gezeigt hat, dass eine Haltung haben und glaubwürdig sein wichtiger ist als jeder Posten und jeder Titel. Als wir nach der Demo am 6. Jänner, nach dieser eisig kalten Demo, wo über 1000 Menschen dabei gewesen sind, auseinandergegangen sind, habe ich zwei Dinge gehofft. Erstens, dass es heute nicht mehr so kalt wird und zweitens, dass wir noch viele, viele mehr Menschen werden und beides ist eingetreten. Dankeschön, das ist großartig. Gerade der Bürgermeister Nagel, aber auch der blaue Stadtrat Eustachio, die so gerne von der direkten Demokratie sprechen, genau die sind es, die die direkte Demokratie mit Füßen treten. Und das, obwohl mehr als 10.000 gültige Unterschriften für eine Volksbefragung über das Murkraftwerk gesammelt worden sind. Sie versuchen, mit juristischen Winkelzügen eine Volksbefragung zu verhindern. Der renommierte Verfassungsjurist Heinz Mayer hat das eindeutig widerlegt. Und ich kann mich erinnern, als wir im November im Gemeinderat als KPÖ, als Grüne und als Piraten gegen den Bescheid zur Ablehnung einer Volksbefragung gestimmt haben, was uns damals die Herrschaften von ÖVP, FPÖ und SPÖ in den Kopf geworfen haben. Da war darunter Amtsmissbrauch, da war darunter Rechtsbruch, da war darunter Verstoß gegen den Rechtsstaat. So haben sie uns damals genannt. Und jetzt, wo ein gegenteiliges Rechtsgutachten da ist, sagt der Herr Bürgermeister lapidar, naja, zwei Juristen, drei Meinungen, das kennt man ja. Also das ist schon ein ordentlicher Witz. Und es ist auch ein Witz, mit welchen Unwahrheiten sie versuchen, dieses Projekt durchzudrücken, koste es, was es wolle. Da haben wir zum Beispiel die 1800 Arbeitsplätze. Was hat es damit auf sich? Natürlich, jede öffentliche Investition schafft Arbeitsplätze. Aber das wird auch eine Fabrik für Atomwaffen machen. Die 84 Millionen Euro, die hier an Steuergeldern von der Stadt für das Kraftwerk und den Speicherkanal verwendet werden, werden anderswo viel, viel besser aufgehoben. Beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs, für Kindergärten und Spielplätze, für leistbaren Wohnraumen. Und das würde auch nachhaltige Arbeitsplätze schaffen und nicht nur eine Handvoll, wie das ein vollautomatisiertes Murkraftwerk schafft. Dazu kommen die Auswirkungen auf das Stadtklima, auf den Feinstaub, auf das Grundwasser und auf den Schuldenstand der Stadt. All das wird uns verschwiegen und auch, dass das Murkraftwerk Strom zu Zeiten produziert, wo wir ohnehin genug haben und sehr wenig, wenn wir uns brauchen. Es ersetzt also keinerlei Stromimporte. Und zum Abschluss eines noch, weil die Betonierer immer sagen, dass es ist zu spät für eine Volksbefragung. Es ist nicht zu spät. Zu spät ist es dann, wenn das Geld verschleudert ist, wenn der letzte Baum gefällt ist, das Stadtklima ruiniert ist und die Mur in Graz zum Teich wird. So weit ist es noch nicht und dazu dürfen wir es nicht kommen lassen. Machen wir also auch die Wahl am 5. Februar zu einer Abstimmung über die direkte Demokratie, denn es ist unsere Stadt, es ist unsere Mur und es ist unser Steuergeld. Dankeschön.